Kapitel 2. Jack. Shoot Forest. Oder so. Oh. Jage nach etwas zu essen. Aktueller Ort. Oh, jetzt muss ich wieder mal zu essen jagen. Dann nehmen wir mal das mit. Und gleich einen Fisch. Nein, natürlich nicht. Nee, warte mal, das legen wir erstmal wieder zurück. Leg zurück, leg zurück. Genau. Hufspuren. Ja. Hufspuren folgen. Was ist der Jack mit den orangenen Haaren? Oh, ich habe was gehört. Wie lang? Da lang? Wohin? Hallo? Schon wieder die Hufspuren? Den war doch schon. Es hält selten ihr Ziel. Wir gehen hochklettern? Nee. Ach, da ist ein Wildschwein. Hm. Nimm schnell. Oh. Jetzt müssen wir natürlich das frische Reh nehmen, weil das Wildschwein sieht schon sehr vergammelt aus. Oh, das arme Reh. Geschafft. Nimm der tote Reh das Wildschwein. Guck mal, das Wildschwein ist schon so grün und so verfault und das sieht bestimmt schon da ein knappes Jahr und deswegen nehmen wir mal das frische Reh, ne? Obwohl es mir ja leid tut, aber... Ja, mein Magen knurrt schon. Also Jack sein Magen. Mein Name ist Jack. Lange Zeit war dies der einzige Name, den ich kannte. Seit meiner Geburt lebte ich mit meiner Mutter in einer Höhle im Wald. Es war kein leichtes Leben, aber wir kamen zurecht. Bis in jenem Jahr ein besonders harter Winter hereinbrach und unsere Vorräte knapp wurden. Zum Glück war es mir nach mühseligen Wochen endlich gelungen, mein erstes Reh zu erlegen. Ich erinnere mich auch noch, wie ich voller Stolz auf Mamas Rückkehr wartete, damit sie das Fleisch räucherte. Und vertrieb mir derweil die Zeit mit meinen Lernübungen. Die Höhle. Herr Karl, der König, unser großer Kaiser, war 7 volle Jahre in Hispanien. Bis an das Meer eroberte er das Hochland. Zitiere ich erst, schlage es mal. Ja. Und keine Burg war, die vor ihm bestünde. Und keine Burg war, die vor ihm bestünde. Es war fast Nachmittag. Und Mama war immer noch nicht zurück. Ich wusste, wenn ich das Fleisch räuchern wollte, konnte ich nicht länger warten. Ich musste es ohne sie versuchen. Bald kann ich das alles auswendig. Okay, also wir werden erstmal gucken. Also hier ist der Herd, da ist das Wildfleisch. Hier ist ein Sack. Knochen, lecker. Bücherregal. Dann geh doch mal hin. Hallo. Hier hin. Der will nicht zum Bücherregal. Doch, jetzt ja. Aber der will doch nicht mit dir hin. So, dann gehen wir mal zum Herd.
Feuer ist an und so. Ich kann das nicht roh essen. Ich muss es erst räuchern. Fleisch verdirbt schnell. Genau. Wie war das Buch? Nein, es könnte dreckig werden. Na, was soll ich denn mit dem Buch jetzt hier? Hier rinschmeißen? Nein, ich werde mein Buch nicht verbrennen. Das wollte ich ja auch gar nicht. Also. Na, was? Ach so, hier ist noch ein Buch. Da ist er. Karl der Große, Beschützer meiner Stadt. Du kommst mit. Karl der Große, von Mama gebastelt. Oh. Kann ich den ins Feuer schmeißen? Nein, ich werde ihn nicht zurücklassen. Wir kämpfen jetzt Seite an Seite. Also, ja. Oh, hier ist ein Steinhaufen. Was war das? Na, wir hören ein Babygeräusch in der Nähe, ne, am Anfang noch, die Familie da. Was war das für ein Geräusch im Wald? Ein Baby. Wurde gerade geboren. Kann ich da hin? Hä? Äste. Feuchte Zweige, perfekt um Fleisch zu räuchern. Nehmen. Folge dem Lärm. Ich weiß jetzt nicht. Kann ich jetzt schon kochen? Kann ich das Fleisch schon. Das Feuer ist noch nicht heiß genug. Mhm. Ich brauche mehr trockenes Holz. Na klar. Ja, dann müssen wir da lang. Dem Geräusch folgen, ne? Hier ist jetzt nichts weiter so. Folge dem Lärm. Jetzt nach Hause. Ah, hier ist ja der Felsen, ne? Wo der Typ meinte, oh, wunderschön. Guck hier trotz. Es wurde von etwas Scharfem getroffen. Das war kein Tier. Nein. Gut, weiter folgen. Das ist die Mama. Gut, er hat dich nicht gesehen. Wer ist das? Eine Plage, das ist er. Eine Plage? Das heißt jemand Schlechtes. Ich habe dir von Leuten wie ihm erzählt, weißt du noch? Ist der ein Mönch? Ist der ein Priester? Er ist ein Büttel. Was hat er da in den Händen? Ist der ein Mönch? Ja. Wenn auch kein gewöhnlicher. Sieht aus, als stünde er im Dienste eines Edelmannes. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Aber er sieht doch ganz nett aus. Guck doch mal, wie er lächelt. Hör gut zu, Füchschen. Ich weiß, du willst so viel wissen über die Welt da draußen. Aber noch müssen wir versteckt bleiben. Und trau vor allem nie einem Mann Gottes und noch weniger seinem Mitgefühl. Du endest sonst entweder in einem Kloster oder am Galgen. Runter! Brrr. Nur die Ruhe. Es ist nur ein kleiner Mensch. Kein Grund zur Panik. Ich werde ihm folgen. Du gehst heim und wartest auf mich, Füchschen. Gerne mal wissen, wo der Mann ist und die Kinder. Aber wenn wir da alles raus, ein blutiges Tuch. Ein blutiges Laken. Mhm.
Ja, ansonsten müssen wir jetzt wirklich wieder nach. Oder kann ich das noch da? Ja. Warte mal, geh mal da lang. Ja, geht hier nicht weiter lang. Mama? Hm? Na, gehen wir hier lang. Zurück zum Wald. Was war das für ein Erdhügel da drüben? Ich sollte mir das ansehen. Was, ein Erdhügel? Ja, hier. Ach so. Ja, da ist die Frau begraben, ne? Fuß. Ein Fuß. Ein Fuß. So sieht ein Fuß aus. Ist es der linke oder der rechte? Das sieht mir so aus, als wenn es der rechte wäre. Nehmen wir mal ein blutiges Tuch und legen das darüber, den Fuß zu wärmen. Nee. Oder den Karl, den Großen. Auch nicht. Bald kann das alles auswendig. Ja. Ansonsten war es das doch jetzt hier. Also zurück zum Wald. Kann ich irgendwie noch Wasser mitnehmen, ne? Nee. Keinen Schritt weiter. Wir haben in Salisbury einen Schweinedieb getötet. Wir können auch dich töten. Verdammter Outlaw! Wo ist das Baby? Hast du es aufgefressen? Ich habe das Baby nicht. Klar. Was ist das? Gib das zurück! Was willst du denn damit? Du kannst doch gar nicht lesen. Gib es zurück! Lass den Jungen in Frieden, Alfred. Er hat das Baby. Ich habe gesehen, wie er Mamas Umhang geklaut hat. Wer soll es sonst gewesen sein? Es gibt ja sonst niemanden. Wölfe. Ich habe das hier gefunden. Das ist Mamas Umhang. Das Baby war da drin eingewickelt. Das beweist doch alles. Es war ein Mönch. Ein Mönch? Ja, auf einem Pferd. Ist das wahr? Mhm. Wohin ist er geritten? Er soll uns den Weg zeigen. Lass ihn in Ruhe. Ist doch nur ein Junge. Wie heißt du, Junge? Noch Jack. Lebst du hier im Wald, Jack? Dann kennst du dich hier besser aus als wir. Bitte. Ich weiß nicht, wieso ich das Kind hier zurückgelassen habe. Ich dachte, ohne seine Mutter könnte ich nicht für ihn sorgen. Aber ich kann ihn nicht einfach so seinem Schicksal überlassen. Ich muss wissen, ob er noch lebt. Wirst du uns helfen? Du bist ein guter Junge. Ich stehe in deiner Schuld. Komm erst mal was essen. Ich habe hier eine schöne Dreh. Du hältst besser Wort, wenn du dein blödes Buch zurückhaben willst. Ja. Du kriegst nichts zu essen. Du kannst die Knochen essen. Hey. Karte. Für den Moment hatte ich keine Wahl. Ich musste mitgehen. Das Mädchen schluchzte, während ihr Vater mir angespannt, aber ruhig folgte. Regelmäßig bekam ich einen Stoß von dem Jungen, was mich sehr verwirrte. Noch nie zuvor hatte ich Hass erfahren. Wenn ich fliehen wollte, dann müsste es wie bei der Jagd geschehen. Ich musste hellwach bleiben, bis die Wachsamkeit der anderen nachließ. Mhm. Muss ich jetzt machen? Der Mönch hatte einen Bach überquert. Oder er war dessen Lauf nach Norden gefolgt, was ihn zum nächsten Dorf geführt hätte. Wie auch immer, die Spur endete am Bachufer, während rasch der Abend hereinbrach. Der große Mann sah mich an. Welche Richtung, Junge?
fragte er. Aber ich konnte nur raten. Was ist mit meinem Reh? Überqueren Fluss, folge dem Flusslauf. Der Bach führte uns zu einer flacheren Stelle. Hier konnte man ihn leicht durchqueren, ohne vom eisigen Wasser durchnässt zu werden. Plötzlich stieß der Junge einen freudigen Schrei aus. Er hatte am anderen Ufer etwas entdeckt. Eine Reihe frischer Hufspuren. Er lachte triumphierend, als unsere Blicke sich trafen. Sage nichts. Ich nickte ihm anerkennend zu, doch erntete nichts als Spott. Auch nachdem wir die Furt bereits lange überquert hatten, höhnte er noch immer über meine Fähigkeiten als Spurenleser. Naja, soll mal höhnen. Der grüne hoch. Das ist hier. Ja, das ist das nächste. Was ist? Warum bleiben wir stehen? Er hat uns in die Irre geführt. Stimmt das? Papa, ich bin müde. Na dann komm, ich nehme dich auf die Schultern. Nein, ich bin zu schwer und du bist auch müde. Ich muss standhaft bleiben. Ihr solltet euch ein wenig ausruhen. Alfred, du bleibst hier mit den beiden. Ich gehe noch ein Stück weiter. Nein, geh nicht. Ich gehe nicht weit, Liebes. Aber du kannst mir helfen, während ich weg bin. Hab ein Auge auf die Jungs und sorg dafür, dass sie schlafen. Machst du das? Mach ich. Siehst du, du bist standhaft und tapfer. Ich bleib nicht lange weg. Du bleibst, wo ich dich sehen kann, während meine Schwester sich ausruht. Und keine Tricks. Hol dein Buch zurück, okay. Jetzt einfach so, oder wie? Ohne, dass ich hier was machen kann? So. Ja, ich kann ja die Schleuder benutzen. Lieber nicht. Achso. Junge, Mädchen? Schnee. Der hängt so weit oben. Ja, nein, ich hab ja meine Schleuder. Guck mal. Ich geh ihnen das nicht stark. Hä? Was ist los? Hast du was gehört? Schüttel den Kopf, hab keine Angst. Hab keine Angst. Ich hab keine Angst. Ich kann dich echt nicht leiden, weißt du das? Was liegt dir überhaupt an dem Buch? Du bist ein Tier, du weißt doch gar nicht, was das ist. Ich bin kein Tier, ich bin ein Jäger. Herr Karl, der König. Ich bin kein Tier, ich bin ein Jäger. Ein Jäger? Was jagst du denn? Über Enten, Wild. Dann bist du also doch ein Outlaw. Niemand darf Rotwild jagen außer dem König. Der König? Ja, der König von England. Nicht mal den kennst du, was? Du weißt nur, wie man stiehlt und tötet. Ja, ich kann töten. Hey, siehst du das? Da drüben im Nebel. Da ist was. Was ist das? Ein Reh. Es ist durchs Eis gebrochen und dann erfroren. Kinder! Martha, wach auf, Kleines. Hm? Wer ist das denn? Wir sind uns im Wald begegnet. Ich bin Jacks Mutter. Komm her, Jack. Habt ihr ihn gefunden? Ja, meine Kleine, das haben wir. Das Baby ist sicher. Der Mönch hat es zu einer Zelle im Wald gebracht, nicht weit von hier. Aber keine Sorge,
Für heute seid ihr weit genug gelaufen. Ellen hat uns ein Lager für die Nacht angeboten. Das habe ich. Folgt mir. Das wollte ich schon lange anbieten, dieses Lager. Hätten wir nur gewusst, dass ihr so nahe wohnt. Meine Agnes hätte vielleicht gerettet werden können. Mach dir nichts vor. Wenn eine Frau innerlich blutet, dann hört es entweder auf oder sie stirbt. Du kannst nur versuchen, sie zu wärmen. Und das hast du. Es tut mir leid. Aber die Lebenden müssen für die Lebenden sorgen. Jack, gib den Kindern etwas Suppe, ja? Wirst du bald Arbeit finden? Ich gebe erstmal Martha-Suppe. Es ist Winter. Gewöhnlich stellt man da keine neuen Baumeister ein. Es ist zu kalt, um Martha anzumischen. Man kann auch Glück haben, aber Ladies first. Dieses Jahr hatten wir nichts als Pech. Vor einiger Zeit hatte ich Arbeit in Exeter. Man bot mir die Stelle als Baumeister des Kastellans an. Ich sollte die Befestigungen der Stadt instand halten. Ich wäre für den Rest meines Lebens beschäftigt gewesen. Und wir hätten wie Bischöfe gelebt. Was ist passiert? Ich habe abgelehnt. Es war keine Kathedrale. Und ich wollte eine Kathedrale bauen. Ich war ein Narr. Als gäbe es nicht schon genug Kirchen. Ich habe mal an einer gearbeitet. Das war gute Arbeit. Fragt am besten Martha, wenn ihr mehr wissen wollt. Sie kennt mein Gerede inzwischen auswendig. Weißt du, ein Mann wie du sollte nicht so hart zu sich sein. Nein. Ja. Ich habe mein eigenes Kind im Wald zurückgelassen. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Manchmal sterben Frauen im Kindbett. Und manchmal lassen Männer ihre Neugeborenen im Stich. Es ist selten, dass sie sich ein Herz fassen und zurückkehren. Lebt ihr deshalb allein hier im Wald? Nein, das ist eine ganz andere Geschichte. Eine, die ich noch nicht einmal Jack erzählt habe. Alles, was ich sagen kann, ist, dass wir seither gezwungen sind, in dieser Höhle zu leben. Fern der Gesetze der Stadt. Nur wir und der Wald. Und wovon lebt ihr? Wir jagen, wir sammeln. Es reicht gerade für uns zwei. Heute hätten wir euch sogar fast wild anbieten können. Aber das Fleisch ist verdorben, bevor wir es räuchern konnten. Was ist eine Kathedrale? Ein großes Haus, wo Leute beten. Sie gehen dahin, um zu betteln? Nein, sie betteln nicht. Sie reden mit Gott. Es ist ein Ort des Gebets und ein Heim für Priester und Mönche. Oh. Esst, Kinder. Ihr werdet eure Kräfte brauchen. Genau wie du, Herr Baumeister. Komm, hau rein. Das werde ich. Danke. Sie schlafen jetzt. Also, worum geht's? Ich sagte dir, dass der Mönch das Kind zu einer nahegelegenen Zelle mitgenommen hat. Das stimmt auch. Aber es wäre ein großer Fehler, den Kleinen von dort zurückzuholen. Was? Wieso? Weil du es warst, der ihn ausgesetzt hat. Das gilt als Mord. Dann muss ich ihn stehlen. Ich bin sein Vater. Ich muss ihn zurückholen. Es ist meine Pflicht. Und was dann? Du hast keine Arbeit. Du verdienst kein Geld. Ein Baby braucht viel Fürsorge. Mehr als Martha und Alfred jetzt. Wie willst du es ernähren? Aber was soll ich dann tun? Leben wie ihr? Ich habe keine Ahnung vom Jagen. Ich bin Steinmetz. Ich bin eher in einer Burg zu Hause als hier. Überlass das Kind den Mönchen. Sie werden sich darum kümmern. Und du musst das Kind nicht herumtragen, wenn du Arbeit suchst. Und wenn du eine Stelle gefunden hast, kommst du zurück und holst es. Ich weiß nicht. Seit Agnes tot ist, weiß ich überhaupt nichts mehr. Du bist ein guter Mensch, Tom Bilder. Du bist sanftmütig und stark. Du wirst das Richtige tun. Du musst es auch nicht alleine durchstehen. Jack und ich werden diesen Ort bald verlassen müssen. Es steht ein harter Winter bevor. Und wenn wir bleiben würden, könnte es uns vielleicht das Leben kosten. Wir könnten uns zusammenschließen. Ich weiß nicht. Ich habe mit meinen eigenen Kindern schon alle Hände voll zu tun. Ich könnte dir dabei helfen, dich um sie zu kümmern.
Unter der Voraussetzung, dass du meinem Sohn beibringst, wie man in der Menschenwelt zurechtkommt. Wir mögen noch Fremde sein, aber gemeinsam haben wir eine bessere Chance zu überleben. Lass uns zusammengehen und uns gegenseitig stützen, wo immer wir können. Die Lebenden müssen für die Lebenden sorgen. Genau. Ich will nicht gehen, ich werde eine Buch ziehen. Jene Nacht träumte ich von einer merkwürdigen Welt. Einer Welt von Rittern und Mönchen, die in einer großen dunklen Höhle aufeinander Jagd machten. Es gab kleine Burgen, tote Rehe und einen Riesen namens Tom. In dem Traum war ich glücklich. Ich hielt die Hand meiner Mutter und lauschte den mysteriösen Lehren des merkwürdigen Riesen. Ja, was ich mal wieder getan habe in Kapitel 2, du hast ein Reh erlegt, aber das Fleisch schlecht werden lassen. Was? Hä? Du bist Tom Bilders Familie begegnet, du warst freundlich und hast Martha zuerst zu begehen. Alfred scheint deine Anwesenheit zu tolerieren. Du freust dich darauf, den Wald endlich zu verlassen. Ich hab das Fleisch schlecht werden lassen, Es war doch nirgends so getrocknete Holz. Ich bin confused. Aber trotzdem, die Suppe war doch lecker.